Vielleicht habe ich ja Glück und jetzt bringt mir dieses Video quasi das nötige Glück, was ich brauche. Vielleicht bin ich dann schon heute Abend Legende. Ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Clash of Clans und dem Format Road to Legend. Die Videoaufnahme, die ihr hier gerade seht, die ist schon ein paar Tage alt. Es war nämlich tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, nach dem letzten Video waren es noch genau 4 Kämpfe bis zur Legende und ich habe es endlich geschafft. Und ihr seht jetzt quasi alle 4 Kämpfe aufgenommen. Das war in der Nacht von Sonntag auf Montag. Während es der NFL, ich weiß nicht, wer von euch NFL guckt und so, es ist ja bald Super Bowl und da war jetzt am Sonntag, bei uns wäre es das Halbfinale, in Amerika heißt es glaube ich Conference-Finale, ist auch egal, das war und dabei habe ich dann nochmal versucht die letzten Pokale zu bekommen und ja, das war mein erster Gegner dabei. Armee habe ich natürlich nicht mehr gewechselt, das wäre auch Quatsch, so kurz vor Schluss. 3 Löcher hier gesprengt, ganz einfach, damit ich dann auch in der Mitte den Hauptteil der Armee in, zum Rathaus bekomme und dann noch schön ein Erdbebenzauber drauf auf Rathaus, Adler und Inferno. Vorteil dabei ganz klar, das sind so die Gebäude mit den meisten Hitpoints mit der Clanburg und die fallen dadurch dann natürlich doch deutlich schneller. Rathaus ist auch schon kaputt, dadurch bin ich schon mal so weit safe, dass es zumindest kein Fail ist. Und ihr seht es auch, 47, 48%, es hat locker gereicht. Locker gereicht für die 2 Sterne, das war natürlich dann schon mal wieder ein schöner Einstand. Wenn der erste Kampf gelingt am Tag, dann funktioniert meistens der Rest auch. Wenn der erste dann schon nicht so besonders wird, dann sollte man sich überlegen, ob man an den Tag nicht vielleicht ein bisschen kürzer tritt. Ja, ich habe sogar einen Sprungzauber sparen können, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man die Armee nachbaut. Und damit mein Wächter nicht noch mehr Schaden kriegt, habe ich dann abgebrochen. 11 Pokale, kann man absolut nicht meckern. In Titan ist das absolut schön. Und ihr seht es vielleicht auch schon, ein Sternekampf war leider noch dabei. Dann gab es aber erstmal diesen Kampf gegen für 17 Pokale. Oben sind viele Lager. Und deswegen ist das schwierig bei dem Dorf. Das ist ein bisschen enger und von diesen engeren Dörfern gibt es jetzt wieder deutlich mehr. Da gab es eine Zeit lang fast gar nichts. Die waren alle relativ weit aufgebaut und jetzt sind wirklich wieder viele enge Dörfer. Entscheide mich dann quasi so seitlich reinzugehen. Muss jetzt gleich noch an die eine Mauer in der Mitte noch reinspringen, da der Magierturm weggetankt wird von den Golems. Wunderbar, hat alles geklappt. Die Helden, zumindest der König, geht leider nach links. Ich wollte die gerne hier in die Mitte schicken. Beim König hat es nicht geklappt, aber bei den anderen Truppen wunderbar. Schwungzauber ist so gesetzt, dass der König theoretisch auch wieder zurück könnte, was eigentlich Quatsch ist. Nutze an der Stelle da jetzt die Fähigkeit vom Wächter. Freeze dann da oben den einen Inferno. Es war, glaube ich, der Single Inferno. Ich weiß gar nicht, wieso ich den gefreezed habe. Da wäre es wohl besser gewesen, ich hätte Multi so wie jetzt gefreezed, aber das reicht halt trotzdem locker. Ihr seht, es sind locker 50% und auch das Rathaus ist schon gefallen. Hexen leben immer noch, aber nicht mehr viele. Der König schlägt sich unten durch die Mauer. Königin stirbt jetzt gleich, aber es sind halt jetzt schon 63%. Das ist halt locker flockig. Man muss allerdings dazu sagen, diese Kämpfe, die ihr hier seht, sind natürlich auch alle noch vor dem Update gewesen. Ich habe hier seit Montag kein Video mehr gemacht. Leider. Deswegen habe ich dazu auch noch nichts gesagt. Und das Update ist für Legendenspieler echt nicht so knalle. Also ich muss sagen, ich habe das schon am Anfang vor allem drunter gelitten. Das ist der Kampf, mit dem ich hätte schon Legende werden können. Wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und hätte hier wieder nur einen Stern geholt. Ich habe bei diesem Dorf in der ganzen Zeit noch nie weniger als 2 Sterne geholt. Aber in der Situation, wo ich Legende werden kann, ich brauchte 6 Pokale und er bot mir 12 für 3 Sterne an. Das heißt 8 für 2 Sterne, was gereicht hätte, schaffe ich natürlich einen Stern. Es ist unfassbar. Das ist mir wirklich so oft passiert in den Situationen.
Und direkt nachdem ich Legende war, nichts mehr. Es hat alles wunderbar geklappt. Ich glaube, ich habe danach noch 10, 80% Kämpfe oder sowas hingelegt. Es war einfach unfassbar, wie gut es dann kurz lief. Das war wirklich nice. Warum sage ich so kurz? Weil dann das Update kam und das hat mich doch etwas an Nerven gekostet. Ich habe versucht, dann auf Drachen zu wechseln. Und ich kann euch sagen, das hat nicht gut funktioniert. Mein Giftzauber kommt ein bisschen spät an der Stelle. Ein bisschen sehr spät. Der hätte deutlich eher kommen können. Wichtig auf die Hexe. So eine Hexe hat mich nämlich schon mal in der Klarenburg hat mich schon mal einen zweiten Stern gekostet. Die Fähigkeit hier wieder schlecht gezündet, während der Freeze aktiv war. Das ist einfach schlecht gemacht von mir an der Stelle. Aber bis zu der Stelle lief es halt trotzdem noch ganz okay. Ganz okay, wohlgemerkt. Und dann kommt jetzt gleich etwas ganz Ungünstiges. König, die Helden sind, beziehungsweise König und Königin, die Helden sind jetzt auch in der, hier in dieser Vorkammer quasi zum Rathaus. Und meine Queen holt sich jetzt natürlich die Gebäude, die umliegend stehen. Man achte bitte auf den König und auf die Mauer. Meine Königin holt sich jetzt noch die Kaserne und danach wärst du nach oben weitergegangen, genau zum X-Bogen und dann zum Tesla und dann zum Rathaus. Aber da der König die Mauer aufgeschlagen hat, diese Mauer, wendet sie sich vom Rathaus ab und geht nach unten. Tja, passiert und dadurch war es das dann halt nur ein Stern und nicht die von mir erhofften zwei Sterne, um endlich Legende zu werden. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Erleichterung war, als ich dann endlich jetzt mit dem letzten Kampf es geschafft hatte, Legende zu sein. Es ist, wie gesagt, nicht mehr so schwierig, mit Abstand deutlich einfacher, aber es ist für mich immer noch eine Herausforderung und es war einfach nur schrecklich. Das war der Kampf. Der bot mir halt auch nur 4 Pokale an für 2 Sterne. Aber das Dorf ist halt einfach. Und da brauchte ich jetzt theoretisch sogar nur 1 Stern. Am Anfang mache ich das jetzt immer so. Ich suche mir erst ein paar tote Gebäude mit Bogenschützen raus. Und dann gehe ich oben rein. Beim Single Inferno, das hat den einfachen Grund... Ich hatte am Anfang öfters mal das Problem, dass ums Rathaus alles weggeräumt war, außer der Inferno hinterm Rathaus. Und meine Queen noch lebte. Und wenn dann die Queen lebt und der Multi-Inferno draufschießt, hält sie das einige Sekunden aus. Da kann sie noch richtig Hitpoints abziehen vom Rathaus. Wenn es der Single-Inferno ist, kann das böse enden. Also für 3 Sterne würde ich natürlich hier von der Multi-Inferno-Seite reingehen, aber für 2 Sterne lieber die Single-Seite. Da die Fähigkeit vom Wächter richtig stark genutzt, finde ich. Dadurch haben die ganzen Magier überlebt, die sonst während einer Riesenbombe gestorben wären. Und dann freeze ich den Multi-Inferno und ich will einfach nur das Rathaus. Und da habe ich das Rathaus und damit sicher Legende. Und ich kriege auch noch den 2. Stern. Aber ich habe eigentlich gar nicht mehr auf den Kampf richtig geachtet. Es war mir so egal. Ich habe so gefeiert. Endlich habe ich es geschafft. Endlich war ich Legende. Und ihr seht oben rechts noch das Angreifersymbol Titan 1. Und dann haben wir sogar noch ein paar Prozente irgendwie geholt, wegen Bonus und so weiter. War einfach unnötig in der Situation. 68%. Und dann war ich Legende und nicht mehr Titan 1. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein sehr beruhigendes Gefühl. Und ihr seht es, mit diesem Legendenkampf war ich dann gleichzeitig auch auf Platz 200. Ganz genau 200 in Deutschland. Nichts Berauschendes, aber ich dachte, eine Erwähnung wäre es wert. Und ihr seht darunter noch Videodat, das ist auch geil von War Imperium. Mit dem habe ich mich letztens unterhalten, während wir in der Lupe waren, über, ich glaube, über 3-4 Stunden. Schön, wenn man dann sowas sieht. Das irgendwie, ist das ein schönes Gefühl. So, und da sind wir nochmal beim aktuellen Stand. Wie gesagt, das waren Aufnahmen, die waren schon ein paar Tage alt. Ich bin aktuell nur bei 4.995. Ich war schon bei 5.041. Das hat damit zu tun, dass ich nach dem Update, wie gesagt, versucht habe, mit Drachen zu agieren. Das war nicht sehr erfolgreich. Ich habe 4 Kämpfe mit Drachen gemacht. Der erste Kampf lief super gut. Ne, 5 waren es. Der erste lief super gut, 88%. Da waren zwar ein, zwei Sachen im Ausbau, aber nichts so Gravierendes. Und ja,
danach ging es abwärts. Ein Fail, dann habe ich nochmal 2 Sterne geholt, glaube ich. Oder war es nur einer? Ich bin mir nicht sicher. Und dann noch 2 Fails. Dadurch habe ich dann einfach mal von 5041 auf 4940 Pokale oder so gefailt. Also richtig runter dadurch. Und ich habe ja gesagt, ich möchte diese Saison unbedingt als Legende beenden, damit ich diese zusätzliche Leiste bekomme, wo steht Legendenpunkte und so weiter. Das heißt, ich muss 5001 oder mehr Punkte erreichen. Hatte ich auch vor, werde ich auch, denke ich, schaffen. Ich habe jetzt noch 3 Stunden 42 zum Zocken. Ein paar Pokale werde ich noch kriegen. Ob ich in den Top 200 Deutschland bin oder nicht, ist mir relativ egal. Ich bin nicht so weit entfernt, glaube ich. Ach nee, das ist global. Ja, global seht ihr 5000 irgendwas. Es gibt also schon sehr, sehr viele Legenden. Und in Deutschland, ja, 220. Es sind halt auch nur 22 Pokale. Nein, 22? Doch, 22. Passt. Und ja, es ist okay. Ich will einfach nur jetzt, wie gesagt, über 5000 die Saison beenden. Es ist nicht mehr weit. 3 Tage, 11 Stunden. Werde mir dann am Ende wahrscheinlich, wenn ich über 5000 bin, auch einmal ein Eintagesschild und einmal ein Zweitagesschild kaufen oder so. Das ist es mir dann einfach wert. Und wenn man dann so eine Verteidigung reinkriegt hier, wie das oberste, dann ist man natürlich doppelt froh. Ich zeige euch das jetzt nicht. Es ist einfach, in der Situation war es so Gold wert. Ihr seht, 16 Pokale verloren für 1 Stern. Der hat gemaxte Helden komplett, Dreierhexen, alles gemaxt. Und dann holt er Gott sei Dank nur 1 Stern und nicht 2, sonst wären es direkt mal minus 32 oder 33 gewesen. Ja, hier habe ich dann auch mal wieder nur 1 Stern geholt gegen und 10 Pokale. Das ist immer ärgerlich. Sowas passiert mir meistens gegen die Highcupper. Das ist ein Dorf-Layout, was ich nicht leiden mag. Das Design sehe ich mittlerweile sehr, sehr häufig und es passiert mir eigentlich immer, dass ich hier nur 1 Stern hole. Dieses Mal habe ich, glaube ich, die 100%, die 50% geholt, aber nicht das Rathaus. Normalerweise kriege ich hier immer das Rathaus und nicht das, die 50%. Es ist nicht immer genau die gleiche Base, da gibt es leichte Unterschiede, aber im Endeffekt ist das alles sehr ähnlich. Hier unten sind sämtliche Teslen, wobei bei dem Dorf waren jetzt nicht sämtliche Teslen hier, aber normalerweise alle Teslen hier unten draußen, dazu alle Riesenbomben. Und die X-Bögen schießen dich da unten kaputt und deswegen, ich habe bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich hier oben seitlich dran gegangen bin, dann habe ich zumindest diesen 1 Stern sicher. Ich müsste vielleicht mal versuchen, so richtig seitlich dran zu gehen, aber da habe ich dann ein bisschen Angst, dass ich mit den 2 Sprungzaubern nicht zum Rathaus komme und auch nicht die genötigen Prozente kriege. Muss ich mal gucken. Also das ist jetzt nicht genau das Dorf, was ich immer hasse. Es gibt, das ist ein bisschen abgewandelt, aber so von der Art her sind die alle so. Das ist ein bisschen schwierig. Ich brauche den Kampf jetzt eigentlich auch nicht durchlaufen zu lassen. Die Klame von ihm hat zu viel von mir ausgelöscht. Mein König stirbt wieder zu früh. Dann sterben alle Hexen. Meine Queen läuft überall rum, nur nicht da, wo sie soll. Rathaus hatte nicht mehr so viele Hitpoints. Ihr habt es vielleicht gesehen. Die Queen war auch schon drauf, aber sie hat es halt nicht geschafft. Und dann waren es halt nur 54%. Aber besser als zu verlieren. Und ja, ich habe ja gesagt, ich werde andere Armeen ausprobieren. Das werde ich dann in der nächsten Saison machen. Da ist es mir dann auch egal, ob ich bei 4800 beende oder bei 5200. Nur jetzt im Moment ist das nicht so passend. Von daher, wie gesagt, ich will die Saison als Legende beenden. Werde damit jetzt auch diese Serie quasi beenden, Road to Legend, weil ich bin es halt jetzt. Da brauche ich jetzt nicht mehr was groß machen. Und wenn ich dann Armeen teste in Legende, wird das im normalen Let's Play passieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.